Das Faszinosum Jakobsweg lässt sich in seiner Vielschichtigkeit nur schwer erklären. Was regt, abgesehen von einem religiösen Hintergrund, jährlich fast 1 Million Menschen aus der ganzen Welt dazu an, sich auf eine knapp 800 Kilometer lange Reise entweder zu Fuß, mit dem Rad oder hoch zu Ross zu begeben? Ausgangspunkt für die meisten Pilger ist Pamplona. Der beschwerliche Pilgerweg führt durch die Regionen Navarra, Kastilien und Galizien. Vorbei an unzähligen sakralen wie profanen Baudenkmälern aus allen bedeutenden Epochen europäischer Baukunst bietet der Jakobsweg einen Kunstgenuss der besonderen Art. Die wahrlich richtigen Pilger schlafen natürlich in einer Massenherberge. Entlang vieler kleiner Dörfer bewaldeter Höhenzüge, einsamen Gegenden, fruchtbarem Ackerland und bezaubernd schattierten Landschaften lassen sich die Strapazen, die sich die Pilger bei ihren täglichen Etappen von 20 bis 30 Kilometern auferlegen, leichter ertragen. Der krönende Abschluss ist für jeden der Besuch der Pilgermesse in der Kathedrale von Santiago de Compostela.